Das sagt Fido auf der 2 und wir gehen jetzt gleich in die letzte Runde, aber vorher gibt's erstmal noch mal, ihr kennt's, der Schnelldurchlauf. Von 0 auf 10 schießt eine Lady aus höchstem schwedischen Popadel, Titiyo. Die Halbschwester von Nini und Eagle Eye Cherry hat sämtliche Songs von Cardigans-Boss Peter Svensson schreiben lassen. Und siehe da, Come Along wird zum höchsten New Entry der Woche. The Artist, formerly known as Prince and now known again as Prince, will auf gar keinen Fall, dass ihr sein Best-of-Album kauft. Die Kohle sagt einzig und allein die Plattenfirma ein, beschwert sich The Purple One. Mit den modrigen alten Tracks bleibt er verbittert auf der neuen. Shaggy, der alte Busengrabscher, träumt davon, sich eine Superpussy am Computer zusammenzubasteln. Das Gesicht von J-Lo, der Body Janet und die Oberweite von Boxenluder Katie Price, das wäre ein Girl nach dem Geschmack von Mr. Lover Lover. Von 6 auf 8 fällt er mit Hotshot. Millionen Besucher in 32 Tagen. So viele Kinofans konnte schon lange keine deutsche Produktion mehr vor die Leinwände locken. Kein Problem für das Tuckentrio aus der Bulli-Parade. Sie sahnen auch mit dem Soundtrack zum Film fett ab. Von der 14 auf die 7 steigt der Schuh des Manitou. Die süße Ned und die putzige Jan von Atomic Kitten waren ganz begeistert von ihrem Promotion-Trip nach Köln. Die haben uns behandelt wie Prinzessinnen, schwärmen die beiden. Auch in den Charts rollen wir den Kätzchen den roten Teppich aus. Von 10 auf 6 steigt Right Now. Haben Sie Planet der Affen im Kino gesehen? Schon wollen die Gorillas nach Hollywood. Zeichner Jamie Hewlett steht derzeit in Verhandlungen mit Steven Spielberg. Der soll den Film unserer Lieblingsprimaten nämlich produzieren. Von 3 auf 5 fallen die glamourgeilen Gorillas diese Woche. Arachnophobiker bitte weghören. Linkin Park-Sänger Chester Bennington wurde von einer Giftspinne gebissen. Das miese kleine achtbeinige Monster fiel ihn rücklings an und Chester musste beinahe einen Gig absagen. Um einen Platz auf die 4 steigt der Spider-Man wider Willen mit Hybrid Theory. Wenn das Guy Ritchie wüsste. Madonna hatte es mal auf die Gebrüder Fairbrass von Right Said Fred abgesehen. Sie fand die Jungs so geil, dass sie mit ihnen unbedingt ins Bett wollte. Tja, aber leider stehen die beiden netten Glatzen auf Jungs und fallen stockschwul auf die 3 mit Fredhead. Erst haben sie wochenlang die Singlecharts belagert und jetzt dürstet ihnen nach Platz 1 in den Album-Top 10. Uffe und Morten vom Safri-Duo trommeln sich weiter nach oben, von 4 auf die 2 mit Episode 2. Also wenn ich gerade gesagt habe, dass jetzt die letzte Runde kommt, meine ich gleichzeitig auch die 4. Runde. Also, weil unsere Nummer 1 jetzt gerade in die 4. Runde geht. Und überhaupt, sollte man sich das nicht öfters mal klar machen, dass jede Runde die letzte sein kann? Und heißt das für uns jetzt lieber ein bisschen langsamer machen oder drauf an was geht? Im Falle von Schiller und Heppner heißt es auf alle Fälle Vollgas, Platz 1, Hauptmann Roof. Wir sehen uns natürlich hier auf MTV. Euch noch einen schönen Tag.